Maximale Geräuschreduzierung, welches bei unserem Silent Bass Gehäusen stets im Vordergrund steht, und maximaler Airflow sind zwei Dinge, die sich schwer vereinen lassen. Um diesem Dilemma zu entgehen, haben wir mit dem Silent Bass 802 einen 2-in-1 Ansatz entwickelt, der da lautet: Entscheidet selbst, was ihr braucht. Wir haben nach der Veröffentlichung des Silent Bass 801 etliche Community-Anfragen und Pressefeedback erhalten, die den Silence-Aspekt loben, aber mehr Airflow-Performance verwirklicht haben möchten. Wir haben euer Feedback vernommen und präsentieren mit dem Silent Bass 802 nun die Lösung für alle. Um dem Hitzestau gerade bei oben verbauten Radiatoren entgegenzuwirken, ist ein extrem luftdurchlässiges Topcover im Lieferumfang enthalten. Liebhaber der stillen Systeme nutzen dagegen das zweite Topcover, welches sich optisch nahtlos in das Gehäusedesign einfügt und die heraustretenden Schallwellen weitgehend minimiert. Gleiches gilt auch für das Frontpanel. Das Standard Frontpanel ist die perfekte Wahl für leise Systeme und standardmäßige PC-Konfigurationen, hingegen das Airflow Frontpanel ein Maximum an Performance für anspruchsvolle Konfigurationen gewährleistet, etwa wenn vorne ein Radiator verbaut wird. Somit veröffentlichen wir mit dem Silent Bass 802 quasi zwei Gehäuse in einem. Und wie es sich für ein Facelift gehört, haben wir auch das I/O-Panel modernisiert und um einen USB 3.2 Gen 2 Type-C Anschluss erweitert. Alle anderen Features wie die Benutzerfreundlichkeit und das große Platzangebot orientieren sich sehr stark am Vorgängermodell. Der Link zur Produktwebseite, auf der alles noch einmal aufgelistet ist, findet ihr in der Videobeschreibung. Um die Flexibilität zu verdeutlichen, bauen wir nun ein luftgekühltes und ein wassergekühltes Setup. Die Gehäuselüfter sowie den CPU-Kühler lassen wir in allen Tests bei 70% der maximalen Drehzahl arbeiten. Als erstes steigt ein PC mit unserem weißen Shadowrock 3 in den Ring. Wir nutzen zunächst die Panels für den Silence-Betrieb und messen nach einer halben Stunde mit dem Shadow of the Tomb Raider Benchmark in 4K die maximal erreichte Temperatur der AMD Ryzen 5 3600 XT CPU, die wir auf 4,2 GHz hochgetaktet haben. Hier kommen wir auf 72 Grad. Und nach einer halben Stunde Stresstest in Prime 95 erreichen wir 88 Grad. Nun lassen wir den Rechner abkühlen, tauschen das Frontpanel und das Topcover gegen das luftdurchlässige Mesh aus und messen wieder, jeweils nach einer halben Stunde, wie zuvor bei 70% Lüftergeschwindigkeit, die Temperaturen. Nun kann man ganz schön sehen, dass wir bezüglich der Temperatur eine deutliche Verbesserung herbeigeführt haben. Bei Shadow of the Tomb Raider sind es ganze 4 Grad und bei Prime 95 liegen wir nach 30 Minuten bei 83 Grad, also ganze 5 Grad unter dem Wert mit den Silence-Covern. Bezüglich der Performance haben wir also schon ordentlich zulegen können. Nun tauschen wir den Shadowrock 3 gegen unsere PureLoop Wasserkühlung aus, die wir in der 360mm Variante zunächst vorne verbauen. Die Gehäuselüfter wandern unter die Schiene im Deckelbereich. Für den dritten Test kommen wieder die gedämmten Varianten von Topcover und Frontpanel zum Einsatz. Mit dieser Konfiguration kommen wir mit dem Shadow of the Tomb Raider Benchmark auf 70 Grad und bei Prime 95 auf beachtliche 80 Grad. Hier spielt die Wasserkühlung ihr Leistungsplus gegenüber der Luftkühlung aus, wobei die Lüfter hier bei 70% der Maximaldrehzahl auch schneller drehen als auf unserem Luftkühler. Es folgt wieder der schnelle Tausch zu den Airflow-Covern. Bei extremen Bedingungen kommen wir auf niedrige 78 Grad und zusammen mit der GPU erhalten wir eine Verbesserung um 3 Grad. Werfen wir aber einen Blick auf den bereits erwähnten Hitzestau unter dem Topcover und bauen die PureLoop oben ein. Bereits nach 10 Minuten Prime 95 heulen die Lüfter auf 100% auf, die Gradzahlen gehen bis an die 95 und nach weiteren 10 Minuten schalten wir den PC sicherheitshalber ab. Nun ist Prime 95 ein absoluter Extremfall und wird dem normalen Gaming-Betrieb nicht gerecht. Dennoch verhindert in diesem Fall die Nutzung der Airflow-Cover den Hitzestau und kühlt die CPU nach einer halben Stunde Prime 95 auf lockere 79 Grad herunter. Mit den Silence-Cover verzeichnen wir jedenfalls in Tomb Raider ebenfalls 79 Grad und jetzt können wir mit der Mesh-Lösung bei der Maximaltemperatur sehen, dass wir unter Gaming-Bedingungen in 4K eine deutliche Performance
Temperatursteigerung von satten 18 Grad herbeigeführt haben. Die Airflow-Cover erreichen somit das Limit an Kühlleistung. Weitaus kühler kann diese Konfiguration mit normaler Raumtemperatur nicht werden. Doch bedeutet das nun, dass jeder zur Wasserkühlung und den Airflow-Covern greifen sollte? Mitnichten. Denn die Performance wird natürlich mit einem Preis bezahlt, der Lautstärke. Sowohl bei der Wasserkühlung als auch bei der Luftkühlung kann man sich entscheiden, ob man alles auf Performance setzt oder mit den geschlossenen Covern auf die Vorzüge eines leiseren Betriebes setzen möchte. Bei einem vergleichbaren Test-Setup in der Geräuschkammer haben wir bei der Luftkühlung 4,7 dBA durch das Silent-Setup einsparen können, bei der Wasserkühlung waren es sogar 6,8 dBA gegenüber der Mesh-Lösung. Nun liegt es aber am Nutzer selbst, das beste Setup zu wählen und die Lüfter so zu konfigurieren, dass die optimale Balance zwischen Kühlleistung und Lautstärke erreicht wird. Die Wasserkühlung mit Meshfront etwa wird nur selten mit 70% Lüftergeschwindigkeit laufen müssen. Hier kann auf Kosten von wenigen Grad Celsius sehr viel Lautstärke eingespart werden. Anders der leise Luftkühler, der ruhig noch etwas schneller drehen könnte, bis er in einen lauteren Bereich kommt und somit das entgegengesetzte Potenzial bietet. Die Konfigurationsmöglichkeiten gehen noch weiter. Wer etwa seinen PC auf dem Boden stehen hat, kann bei einer Wasserkühlung einen großen Lautstärkegewinn erzielen, wenn in der Front das Mesh-Panel verwendet wird, oben aber das geschlossene Cover benutzt wird. Wiederum andere Möglichkeiten bieten sich, wenn man etwa das Gehäuse mit der maximalen Anzahl an langsam drehenden Gehäuselüftern ausstattet und so dem Luftkühler und der Grafikkarte eine perfekte Umgebung schafft. Und so weiter und so weiter und so weiter. PCs sind immer individuell, es gibt da einfach keine Musterlösung. Mit dem Silentbase 802 geben wir euch aber die Mittel in die Hand, euren Computer mit wenigen Handgriffen ganz genau so aufzusetzen, wie es für euch am besten ist. Viel Airflow, flüsterleise oder der perfekte Kompromiss aus beidem, alles kein Problem. Wichtig bleibt auch festzuhalten, dass sich das in schwarz oder weiß mit oder ohne Temperglasfenster erhältliche Silentbase 802 dank euch als Community weiterentwickeln konnte und wir eure Wünsche auch dieses Mal wieder sehr ernst nehmen und wertschätzen. Deswegen freuen wir uns immer über euer Feedback, ganz egal wie das ausfällt. Schreibt uns doch auf unseren Social Media Kanälen. Ich freue mich auf euren Input und gemeinsam werden wir immer noch ein bisschen besser. In diesem Sinne, stay quiet.